zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht es bereits im Bild, heute darf ich euch eine sehr, sehr coole Uhr von Mido vorstellen, und zwar die Ocean Star in der GMT-Variante. Ich hatte die Uhr hier zum Testen, ich habe sie wieder zurückgeschickt, am liebsten hätte ich sie behalten. Aber gut, was sein muss, muss sein. Ja, und meine Erfahrungen mit der Uhr sowie alle technischen Zahlen, Daten und Fakten erfahrt ihr gleich. Wenn ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt, dann lasst mir sehr, sehr gerne auch den Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo und aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt. Das hilft mir sehr. Für die Leute unter euch, die auf Dressuhren stehen, vielleicht auch für die Frauen, die hier zuschauen, die auf dressigere Uhren stehen, es kommt relativ bald noch ein Video mit zwei Uhren von Mido, die man sozusagen als Partneruhr ganz gut tragen kann. Eine für die Frauen, eine für die Männer, und die sind beide etwas dressiger, die habe ich auch testen dürfen, die waren ebenfalls hier und da habe ich euch auch ein schönes Video gemacht, das ist im Moment noch in der Verarbeitung, aber das kommt ganz bald. Mein persönlicher erster Eindruck zur Mido, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ich war wirklich überrascht, was man hier für den aktuellen Preis von, ich meine es waren 1.121,01 €, so stand es zumindest online auf der Homepage, was man für diesen Preis kriegt, und dazu die Details erfahrt ihr dann gleich. Kommen wir nun also erstmal zu den berühmten Zahlen, Daten und Fakten dieser Uhr. Wir haben eine Wasserdichtigkeit der Uhr mit bis zu 20 Bar angegeben. Die Uhr wiegt 125 Gramm, da weiß ich leider nicht, ob die Angabe sich auf die Uhr mit Armband oder ohne Armband bezieht, aber ich denke, das Gewicht ist tragbar. Der Bandanstoß hat eine Breite von 22 mm. Die Uhr hat eine Dicke von 13,3 mm, eine Breite von 44 mm und eine Länge von 44 mm. Das Gehäuse ist, wie ihr sehen könnt, aus Edelstahl und es gibt eine Keramiklünette. Man sieht auf der Rückseite hier gerade auch schon sehr, sehr schön eine Gravur passend zum GMT-Thema. Das finde ich sehr, sehr schön gelöst. Auf dem Zifferblatt, das seht ihr gleich wieder, gibt es applizierte Indexe. Das Werk hat eine Gangreserve von 80 Stunden und verbaut ist das Automatik Mido Kaliber 80. Das basiert auf dem ETA C07.661. Ja, das ist, würde ich sagen, einfach eine schöne, solide Uhr. Man kann nicht viel verkehrt damit machen. Das Farbschema blau-schwarz wurde hier wieder sehr, sehr schön aufgegriffen. Ich finde es wirklich wohltuend abwechslungsreich vielmehr gesagt, dass der Innenring in diesem Falle schwarz-blau ist und nicht die Lünette schwarz-blau ist. Da gibt es einfach zu viele Uhren mittlerweile. Viele von denen orientieren sich an allseits bekannten Ikonen. Hier geht man einen anderen Weg. Man hat eine GMT-Funktion in dieser Uhr. Man hat den Innenring entsprechend mit schwarz und blau gestaltet, was ich sehr, sehr schön finde. Die Lünette dafür aus Keramik ist durchgehend im dunklen Blau gehalten. Ja, und das alles an einem Stahlgehäuse mit recht gut tragbaren Maßen, sofern man denn auf Uhren steht, die eine gewisse Größe haben. Das ist natürlich Voraussetzung und einem robusten Werk mit einer riesen Gangreserve von 80 Stunden. Das muss man auch erstmal erreichen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich finde, da bekommt man doch jede Menge geboten für den bereits erwähnten Preis von 1.121,01 € zum jetzigen Zeitpunkt, zu dem ich das Video aufnehme. Ja, so viel mal zu der ersten Einschätzung von mir und zu allen technischen, ja, Daten, Zahlen, Fakten, wie ich immer so schön sage. Ich finde, es ist eine Uhr, wenn man auf GMT steht, wenn man auf Blau steht und wenn man Spaß an größeren, robusteren Edelstahluhren hat, mit der man nicht viel falsch machen kann. Mit Sicherheit ist es eine Uhr, die gerade Einsteiger anspricht, die in die Welt der mechanischen Uhren, der mechanischen Luxusuhren eintauchen wollen. Denn hier hat man zwar die Hemmschwelle von 1.000 € leicht gerissen, aber man bekommt, wie
auch bereits erwähnt, sehr, sehr viel dafür geboten. Das ist nicht selbstverständlich und ich finde, das ist nochmal eine Erwähnung wert. Alle anderen, die vielleicht noch eine passende Ergänzung einer robusten GMT-Uhr suchen, die können sich hier natürlich auch selber verwirklichen. Und ich würde sagen, gerade für Leute, die eben sportliche Uhren mögen, für die ist mit Sicherheit diese Mido eine gelungene Alternative. So viel mal von mir. Ich hoffe, euch hat das kurze, knackige Review gefallen. Ich freue mich über eure Kommentare, freue mich über Likes und Abos und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.